In Bloodstall Defense 6 hat jeder Affe 3 verschiedene Skillungen. Was wäre, wenn wir dem Magieraffen jetzt noch eine 4. geben würden? Um das herauszufinden, gibt es hier jetzt einen Mod, der eine 4. Skillung beim Magieraffen hinzugefügt hat. Und diese Skillung ist so ähnlich wie der Druide, ist aber trotzdem anders. Also wie die obere Skillung vom Druiden, ist aber trotzdem etwas anders. Das ist nämlich anhand vom Magier aus Bloons Tower Defense 5 gemacht worden. Und wir testen jetzt einfach mal, wie gut dieser Magier eigentlich ist. Und dafür platziere ich den jetzt einfach mal hier. Hier ist glaube ich eine ganz... Wobei, hier ist glaube ich eine bessere Position hier. Und dann scrollen wir hier runter. Okay, das ist die erste Upgrade. Kostet 480 und ist Mystic Disruption oder Mythic Disruption. Attacks slightly faster, also er greift etwas schneller an und kann jetzt auch Purple Bloons kaputt machen. Okay, wir müssen uns halt kurz überlegen, in welchen Crosspath wir gehen. Ich würde halt sagen, mit, also Wall of Fire bin ich kein Fan von, weil das gibt der anderen Skillung nicht so viel Wumms. Also entweder hier unten, dass er noch schneller attacken kann und unsichtbarer angreifen kann, oder halt oben. Aber ich glaube ganz im Ernst, wir gehen auf Intense Magic. Das mache ich mal direkt am Anfang und danach gehen wir hier auf das hier, damit wir halt auch direkt Camo haben bei unserem Ursaat. Und ich glaube, ich baue jetzt hier auch mal einen Klebstoffaffen. Ein gratis Klebstoffaffen, damit der hier ein bisschen mitverteidigen kann. Ich mache den mal hier auf Stärkster. Und nee, da kommt nichts durch. Sehr gut. Aber ich liebe den Klebstoffaffen. Es ist einfach satisfying, wenn man guckt und alle Blooms sind hier einfach schön eingeklebt. Das ist richtig nice. So, 480. Nice, und als nächstes haben wir Lightning Bolt. Unleashes the power of lightning to zap many Bloons at once in a chain. Also, er schießt praktisch einen Blitz raus, wie der obere Druide hier, wie Heart of Thunder, genau. Und es ist halt fast das gleiche Symbol. Das ist, glaube ich, ein bisschen anderes, oder? Ja, es fehlen hier die äußeren Blitze. Und dann geht es so in einer geraden Linie nach hinten und macht halt allen Bloons Schaden. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Aber bevor ich das mache, hole ich jetzt erstmal kurz Benjamin, damit der noch ein bisschen Geld machen kann. Den packen wir mal hier oben rechts in die Ecke, wo man nur seine kleinen Hände sieht. Kann ein bisschen arbeiten und uns Geld machen. Perfekt. Übrigens Leute, durch die 4. Skillung hier kann man glaube einen 5-5-5-5 Affen machen. Und das werde ich natürlich morgen auf jeden Fall ausprobieren. Also das wird bestimmt richtig krass. Ich werde auf jeden Fall auch, denke mal, einen Short oder so dazu machen. Also falls ihr gerne Shorts guckt, dann werdet ihr wahrscheinlich das Video spätestens morgen oder so sehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich aktiviere mal Ben-Fähigkeit. Oh, das wird sehr knapp. Nice. Hier wird aber... Die werden beide durchkommen, glaube ich. Und tot. Okay. Ja, wir brauchen noch was. Wir gehen hier nochmal auf Intense Magic. Das sollte dann reichen, oder? Ja, ja, das passt. Komm, mach's kaputt. Ach, ich kann ja hier auch das Ding, das Moped hier usen in der Mitte. Come on, mach ihn kaputt. Ben. Nice, okay. So, jetzt bitte, lass mich auf 1200 kommen. Ich will jetzt hier den Lightning Bolt sehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier die ganze Zeit sterbe. So, Lightning Bolt. Okay, also die Attacke ist... Ich würde sagen, das ist fast die gleiche wie vom Druiden, oder? So vom Aussehen her und so. Ich werde mal nachher noch einen Druiden holen und dahin ziehen, aber also es sieht schon sehr, sehr ähnlich aus, muss ich ehrlich sagen. Bin mal gespannt, was der Druide kann. Den gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. So, als nächstes Summon Whirlwind. Das hier, jetzt schießt er halt so, ja, wie der andere halt auch so. Oh, nice, ich habe hier sogar noch direkt Camo. Er schießt halt so Tornados jetzt noch mit raus. Sein Blitz geht ein bisschen weiter und er macht Eis und Glue von den Bloons runter, wenn er die angreift. Oh, das ist nicht so gut, ne? Wenn er da Eis und Glue runter macht. Seht ihr? Die waren gerade eingeglut und jetzt sind sie nicht mehr eingeglut, wenn sie gehittet werden. Oh, damit kann man eine heftige Regrowth-Farm machen. Aber was ja geil ist, er kann jetzt Purple Bloons angreifen. Als nächstes kommt Electric Overload für 8400. Supercharges the Lightning Attack. Also man kriegt halt irgendwie, der Lightning Attack wird stärker, macht den Damage höher, mehr Attack Speed und der Blitz splittet sich noch auf in mehrere kleine Blitze. Also... Ja, das wird bestimmt richtig geil. Also es ist schon ein großer Unterschied, muss ich sagen, zum Druiden. Also es ist nicht wirklich einfach nur der Druide übernommen. Und er kann Bleibloons kaputt machen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ich glaube, ich baue mal eine Farm, damit ich später ein bisschen Geld habe. Ich weiß nämlich nicht, wie teuer der Tier 5 ist. Und ich will mich jetzt auch nicht spoilern lassen. Deswegen fange ich mal an, ein bisschen zu farmen. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Morb damit gleich. Aber wir müssen mal gucken. Also, ja, wir haben noch 8 Runden. Also wir sollten auf jeden Fall die nächste Stufe noch rauskriegen. Habe ich hier 3 Farmen. Eine geht safe noch. Machen wir noch eine 4. So. Okay,
Kann ich hier irgendwie einen Bananenfarmer hinpflastern, der alles einsammelt? Ja, perfekt, okay. So, aber ihr seht hier, ich habe im Superspeed-Modus, der schafft bis Runde 39 anscheinend alles alleine. Ja, das macht er gegen Camo, gegen die Ceramic Dunes. Der ist jetzt verwandelt von Ben, aber was macht er durch den anderen? Der macht ihm nicht so viel Damage, aber zusammen mit dem Blue Gunner, das ist so eine krasse Combo. Guckt euch das an, er wird immer zum Anfang geschubst und wieder eingeglut. Sehr nice. Okay, ich use hier mal das Ding. Und Ben Ability. Come on. Mach keine Faxen. Okay, nice. Oh mein Gott, Runde 39 war sehr, 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 sehr knapp. Wir brauchen halt jetzt Moab Damage. Kann sein, dass ich... Oh nein. Nein! Okay, wir bauen hier noch einen zweiten von denen. Jetzt schaffen sie es easy. Für diese Runde brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Moab Damage. Deswegen, ich hole einfach mal einen Sniper, stelle ihn auf Stärkster hier mit Full Metal Jacket. Das sollte eigentlich reichen, die Strecke ist sehr lang. Guck, der Sniper boxt den ganz langsam runter. Und den Rest macht halt die Ben-Passive, ne? Dass da keine Blooms mehr rauskommen. Das heißt, wir können als nächstes auf Marktplätze gehen. Oh, das war schon ziemlich knapp. Den verkaufen wir. Marktplätze. Und ich würde sagen, jetzt sparen wir auf 8400, würde ich sagen. 8400 und dann holen wir uns mal das nächste Upgrade. Ich hoffe, ich create gleich keine Regrow-Farm. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir uns am Anfang hier irgendwie... Vielleicht müssen wir den Glugan mal später upgraden oder so. Okay, wir haben fast genug. Nur noch 100 fehlen uns. Okay, let's go. Und er sieht tatsächlich sogar aus wie ein Druide. Oh, nee. Er sieht aus wie ein Druide mit einem Zauberhut auf. Das ist ja cool. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Attack an. So. Der Blitz teilt sich jetzt irgendwie auf. Also es sind einfach ganz, ganz, ganz viele Blitze auf einmal im Vergleich zu vorher. Und als nächstes Tempest Tornado. Das ist halt dann einfach praktisch der Druide der Stufe 5er, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken. Der kostet halt auch so viel wie der Druide, oder? Nee, kostet sogar 18.000 weniger. Okay. Ja, ich denke, wir können jetzt erstmal fahren bis Runde 60. Ich weiß halt nicht, vielleicht brauchen wir ein bisschen Moab Damage. Vielleicht müssen wir mal schauen. So, jetzt kommen die nächsten Moabs. Und ja, der Moab Damage ist halt sehr schlecht bei den beiden Türmen. Also, wobei er macht 200 mit dem Schuss. Also, der kriegt das hin. Der kriegt das sogar hin, okay. Es dauert halt nur sehr lange. Wir müssen halt warten, bis die einmal durchgefahren sind. Oder? Kriegt das hin? Hallo? Ja, er kriegt es hin, okay. Egal, sicherheitshalber. Hier noch ein Sniper. Strong. So. Okay, dann holen wir uns jetzt mal ein paar Central-Märkte. Nummer 1. Nummer 2. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, soll ich noch mehr holen? Das lohnt sich eigentlich nicht, ne? Wenn ich hier alles verkaufe, kann ich eine Stufe 5er holen. Wir haben jetzt 16.000, nochmal 2x5 sind 26. Ja, das reicht. Holen wir uns den Stufe 5er. Okay, der sieht jetzt aus wie der Druide Stufe 5 mit einem weißen Magierhut auf. Also von dem Archmage. Ich find's cool, dass er sich hier so ein paar, der Modder so ein paar Ideen gemacht hat, dass er sich halt einfach so, dass er halt nicht einfach das Standardbild vom Druiden genommen hat. Das ist schon ganz nice. Mit einem Blitz in der Hand und so. So, jetzt mal gucken. Die müssen jetzt alle zurückfliegen, oder? Ja, die fliegen auch zurück. Okay. Was wir gleich noch machen, Leute, wir gucken mal hier, ob der es bis Runde 100 schafft. Was wir gleich auf jeden Fall noch machen ist, dass wir einen 5er Druiden holen und einen 5er Magier und die stellen wir nebeneinander und ich lasse einfach mal durchlaufen, also im Sandkastenmodus, und wir gucken einfach mal, wer mehr Schaden hat am Ende. Das würde mich nämlich auf jeden Fall interessieren, ob der Magier, der neue Tempest Tornado Magier, stärker ist als der Superstorm Druide. Bin ich mal gespannt. Also ich vermute, der Druide wird stärker sein, aus dem Grund, weil er halt auch teurer ist. Aber wer weiß. Also es ist auf jeden Fall ein sehr gebalanceder Mod, muss ich ehrlich sagen. Also hier ist nichts super overpowered oder so, wie wir das sonst kennen. Zum Beispiel wie beim Anakin-Mod oder Luigi oder beim Sensenmann. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gebalanced. Also was sehr witzig ist, Leute, wir sind mittlerweile in Runde 85 und wenn ich jetzt Leertaste drücke, dann springt das Game auf 100-fach schneller, als es eigentlich ist, und die Runden dauern ewig, ne? Guckt euch das mal an, wie ewig der stallt. Guckt euch das an, die Runden dauern wirklich, das ist mal 100, die Runden. Guckt euch das an, wie lange jetzt so ein ZOMG die ganze Zeit nach oben gedrückt wird. Das sieht völlig krank aus. Ich bin hier wirklich seit 3 Minuten oder so im Spiel und der stallt die ganze Zeit. Hätte ich das ohne Superspeed-Mod so gespielt, dann wäre ich hier seit 2 Stunden an der Aufnahme dran. Ja, locker, locker. Also, es ist echt heftig. Oh, da kam fast ein DDT durch. Ich glaube, jetzt gleich wird's interessant. Ich mach mal den Super Speed Mod raus. Ich mach mal nur mal so 5%. Ja, ich würde halt eigentlich ganz gerne hier einen Glue adden, weil sonst stallt er hier halt wieder ewig. Ja, okay, sind nur noch ZOMGs. Da kann ich auch nochmal 100 machen. Ja, jetzt 100 geht leider nicht. Guckt euch das an. Also, das tue ich euch jetzt nicht an, dass ihr euch hier die ganze Zeit das anguckt. Aber ja, da ist eine Schwäche. DDTs.
Und tot. Ja, Runde 93. Also er hat keine Chance gegen die DDTs, aber wir haben mittlerweile 93k gespart. Also wir holen uns jetzt hier einfach mal den Bloon Solver und dann gucken wir mal, ob das dann komplett klappt. Ich denke mal, hoppla, das war ein Schnellmodus. Ich denke mal, das wird jetzt klappen, weil der Bloon Solver sollte eigentlich mit den DDTs klarkommen. Was wir noch machen können ist, ein sehr guter DDT Tower, das wissen viele nicht, Anti-DDT ist der hier. Der 205 Ice Monkey, der ist super, super gut gegen DDTs. Wenn ihr den in Reichweite von einem MIB Village habt, also von einem MIB Affendorf, dann könnt ihr den auf 025 bauen. Dann ist der nämlich noch ein bisschen stärker, aber dann, wie gesagt, muss der auch in Reichweite sein von dem Village, weil sonst kann er keine Bleiblooms angreifen und auch keine DDTs. Und oh, das ist schon sehr geil, oder? Wie das hier abläuft. Hier werden sie von hier nach Anfang und werden zwischendurch noch geslaut. Boah, das ist halt die Super-Stall-Taktik. Actually, ich werde hier jetzt auch nochmal den machen. Für den ultimativen Super-Stall. Und ich mache jetzt mal auf mal 25 und ihr seht, guck mal, die bewegen sich praktisch gar nicht mehr. Die werden einfach die ganze Zeit weggeklickt. Das ist schon sehr nice. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Okay, ich springe mal eben zur Runde 100, weil Runde 97 wird wieder ewig dauern. Okay, jetzt ist die Frage, schafft der ein BAD? Ich vermute nein. Das ist halt ein Stalling Tower. Der hat halt keinen guten BAD Damage. Deswegen, was holen wir uns gegen den BAD? Holen wir uns einen MAD. Oh, da habe ich kein Geld für. So. Übrigens will ich bald, das ist eine Frage, die wollte ich eigentlich im nächsten Video stellen, aber ich stelle es einfach mal in diesem Video für die Leute, die wirklich so lange geguckt haben bis hierhin. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt meine Videos mit Kamera mache. Ich habe ja früher auch die ganzen Elden Ring Teile und so mit Kamera und so gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das noch. Die sind mittlerweile alle auf ungelistet. Guckt ihr lieber Videos overall mit oder ohne Kamera? Weil ich habe das Gefühl, sehr, sehr viele in der Bloons Community, also Bloons YouTuber, machen ohne Kamera Content, streamen dann aber zum Beispiel mit Kamera. Zum Beispiel Balltricks jetzt als Beispiel macht seine Videos auch immer ohne Kamera, ist aber im Livestream dann mit Kamera. Oder Icep, der macht ja auch ohne Kamera seine Videos, also sehr, sehr, sehr viele. Es gibt natürlich, also ich würde sagen, es ist 50-50. Was heißt sehr, sehr viele? Es ist 50-50. Und deswegen würde mich mal eure Meinung interessieren, was findet ihr besser? Und wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal ganz kurz testen hier, welcher Tower von Runde 1 bis Runde 100 besser ist. Und wir machen das Ganze auf, wir machen das Ganze hier auf dieser Karte. Und ich platziere jetzt hier erstmal den Druiden. Den bauen wir oben drauf. Und ich würde sagen unten, weil unten ist der bessere Crosspath. Und dann den Magier. So und so. Die sehen auf jeden Fall komplett gleich aus. Also es ist das gleiche Model, was wir genommen haben. Und wir geben beiden noch hier den Buff. So, fertig. Und jetzt schauen wir einfach mal, was besser ist. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal auf 100-fachen Speed laufen. Wir sehen uns dann. Für euch ist es eine Sekunde. Für mich ist es wahrscheinlich jetzt gleich 4-5 Minuten oder so. Und dann schauen wir mal Runde 100, wer besser ist. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, welchen Tower, was ihr meint, welcher Tower besser ist. Der Druide hier? Oder der Magier hier. Okay, Leute, wir hören hier nach Runde 85 auf, weil die kämpfen jetzt hier schon Ewigkeiten gegen den ZOMG und ich habe keinen Bock hier noch. Ich warte, das läuft schon seit 5 Minuten, deswegen. Ich kann euch das Ergebnis jetzt schon mal sagen. Also der Magier hat 181.000 Pops und der Druide hat 284.000. Also das Ergebnis ist auch wirklich sehr eindeutig. Der Druide ist um Längen besser, deswegen lohnt sich das hier jetzt nicht nochmal für mich eine Viertelstunde weiterlaufen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich wird es sogar noch länger dauern. Also, das soll es gewesen sein mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.